dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Herzlich willkommen, Leute, Internet, zur Folge 39. Folge 39 der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal der Schwesterveranstaltung zum Internetauftritt gleichsatz.de, der besten philosophischen Webseite mit rigorosen Widerstandscharakter, die es zurzeit in dieser Milchstraße gibt, zur Verfügung steht für den Restteil der Bevölkerung auf diesem Planeten, der noch über genügend Verstand verfügt, um meinen Ausführungen zu folgen zu können. Es folgt die Nummer 196. Ich mache mir das etwas gemütlicher. Wilhelm Mackensen aus einer der frühen Denker, deutschen Philosophen, die sich um das Abstraktionsvermögen bemüht haben, schon im Jahre 1799. Da hat Kant noch an seinen synthetischen Urteilen a priori herumoperiert. Demgegenüber ist der gute Mackensen da schon ein Häuslein weiter, möchte man sprechen. 1799 das Ganze, die Sprache noch ganz der Zeit entsprechend schwer durchzusteigen. Mackensen ist Objektivist und Allgemeingültigkeitsapostel, dennoch sind seine Konsequenzen, kann man darüber hinwegsehen, weil seine Analysen umso anregungsträchtiger sind, sage ich mal. Aber jetzt geht's los. Das Symbol, der Charakter, das Zeichen oder wie man es nennen will, dient nur dazu, die Gegenstände, die wir nicht kennen oder näher kennenzulernen, weder Lust noch Veranlassung haben, gleichsam eine Erinnerung in unserem Gedächtnis zu machen. Indem wir einen Gegenstand bezeichnen, geschieht dieses nicht anders als mit dem Vorbehalten, uns bei anderer Gelegenheit näher damit bekannt zu machen. Und es ist, als ob wir hinzufügen, dass wir über sein Wesen und innere Natur weiter noch nichts bestimmen wollen. Wenn wir sagen, ein Baum, so heißt das nichts anderes als dies ist ein Gegenstand, den ich Baum nenne. Ganz eindeutig eine Darstellung in objektivistischer Manier. Im Hintergrund immer diese Idee der Rationalisten, dass es ein Verstandesvermögen gibt, das über das gleichermaßen alle Menschen nicht nur potenziell, sondern dann auch definitiv verfügen, um das alles zu verstehen. Es wird hier immer von wir die Rede, und dass wir was bedeutet, dass wir hier alle das Gleiche denken im Grunde genommen und dieselbe Methode haben, wie das alles geschieht. Die Bezeichnung wir, als müsste jeder und sogar ich in dieser Art und Weise denken, was definitiv nicht der Fall ist. Aber es wird immer versucht, so etwas wie ein Wesen des Denkens oder die Natur des Menschen anzusprechen, um möglichst viel Allgemeingültigkeit zu erreichen, um möglichst viel gefolgt und dann auch befolgt wird.
was Mackensen hier klarstellt, ist, dass wir mit Symbolen der Charakter im Sinne von Buchstabe, das Zeichen oder wie man es nennen wird, wie auch immer, etwas anstelle als Mittel gebraucht wird, um etwas zu repräsentieren, ist dann, lange Rede, kurzer Sinn, wenn wir sagen, ein Baum, so heißt das nichts anderes, als dies ist ein Gegenstand, den ich Baum nenne, nicht mehr und nicht weniger. Und warum nenne ich ihn Baum? Weil ihn alle anderen auch so nennen, weil ich mit der Sprache gelernt habe, die Dinge so zu bezeichnen, wie alle anderen Menschen die ebenfalls bezeichnen, aber damit ist überhaupt nicht ausgesagt, dass was jetzt hier als Realität zu bezeichnen ist. Inwieweit jetzt das Etwas, das hier existiert, als Wahrheit oder als Wissen oder als Erkenntnis bezeichnet wird. Diese Frage, die ist vollkommen von der Benennung unterschieden. Diese Benennung heißt im Grunde genommen gar nichts. Das kann jeder benennen, wie er will. Der Punkt ist nur, ob es sich hier um etwas Allgemeingültiges handelt. Was jemand jetzt beim Baum, wird es wahrscheinlich keine größeren Schwierigkeiten geben, außer es handelt sich jetzt um so eine Mischform aus Strauch und Baum, wo man nicht weiß, ist es noch Strauch oder ist es schon Baum, so dergleichen. Dann gibt es dann Differenzen, was die Bezeichnung angeht. Also in praktischer Hinsicht sind diese Bezeichnungen, trifft hier voll ein Pragmatismus, dass ein bestimmter Nutzen erzielt werden soll und deswegen übt die Sprache die Begriffe als Mittel zum Zweck eine gewisse Funktion aus. Davon ein ganz anderes Thema ist, ob es sich bei irgendetwas um allgemeingültiges Wissen, allgemeingültige Wahrheiten, objektive Erkenntnis und notwendigerweise ein so und nicht anders handelt, dass jeden anderen mit logischer Notwendigkeit dazu zwingt, dasselbe zu denken, dasselbe zu meinen, dasselbe zu urteilen. Das ist die Frage. Ob es einen Zwang gibt, irgendwelchen Erkenntnissen logisch zu folgen. Außer natürlich hier das, was ich hier alles erzähle, da gibt es kein Entkommen. Gut, dann werde ich in der nächsten Nummer das alles nochmal unterstreichen, betonen, hervorheben, damit der Grundgedanke einleuchtet. Die grundsätzliche Unterscheidung, dass klar wird, dass auf der einen Seite diese Leute stehen und dass es auch eine andere Seite gibt, die hier vertreten wird, die Philosophie der Nichtgegebenheit oder des Irgendetwas, wenn man so will, handelt sich hier aber um keinen Irrationalismus, sondern die mit logischen und rationaler Begründung aufgewiesene Grenze des Verstandesvermögens und der Übertrag sozusagen des Wissens, das, was alles bisher als Wissen und Erkenntnis so gehandelt wurde, das ist jetzt alles in
den Bereich der Ethik gewandert und wird unter ethischen Gesichtspunkt beurteilt und geordnet, so dass es nicht mehr wie in der Vergangenheit möglich ist, da zweigleisig entweder vom einen Gebiet sich in das andere zu flüchten, vom Gebiet in der Moral ins Gebiet der Wissenschaft, dass moralische Angelegenheiten dann mit wissenschaftlichen Gründen erurteilt wurden, dass eine Umkehrung der Idee, der ethischen Idee bedeutet, oder dass man sich eben in der Wissenschaft dann in die Moral flüchtet, wenn es brenzlig wird. Das ist alles hinfällig, weil die Wissenschaft als Technik, wie alle Technik, einer ethischen Beurteilung unterliegt, letztlich nicht in der praktischen Ausführung, wenn es um die Berechnung von irgendwas geht. Da bleibt weiter alles wie gehabt. Aber auch die Logik wird als Norm des Denkens, ist eine Norm, ist wieder eine ethische Angelegenheit. Die Norm des richtigen Denkens, des widerspruchsfreien Denkens, deswegen gibt es weiter Logik, aber diese Logik hat einfach nicht mehr die Rolle, wie das vorher war, als das höchste Kriterium, das höchste Prinzip und damit auch die Rationalität als höchstes Prinzip mit den all diesen Verwerfungen, möchte man sagen, die es dann in Bezug auf die Gefühle oder überhaupt das Einzelne, Irrationale, Einzelne da gegeben hat. Das ist alles hinfällig, weil es eine andere Beurteilungsmethode gibt. Die Ordnung ist eine andere. Prinzipiell sind Wertvorstellungen ausschlaggebend, nach denen dann alles andere, von denen sich alles ableitet. Aber diese Wertvorstellungen könnte jetzt jemand wieder einwerfen, ja, das ist ja jetzt auch schon so. Aber diese Wertvorstellungen werden eben nach ganz anderen, kommen nach ganz anderen Kriterien zustande. Und das macht eben den Unterschied aus. Diese Gedanken sind jetzt Folgegedanken, die aus der, also eine logische Konsequenz dessen, dass die objektivistische Logik und überhaupt der Objektivismus seine Grenzen hat und in seiner Allgemeingültigkeit und Objektivität zu verwerfen ist, damit ist keine Allgemeinheit im Sinne einer Vereinfachung, einer Automation oder auch eine Allgemeinheit im Sinne der Übereinstimmung verschiedener Meinungen zu einer Abstimmungsprozess in Bezug auf irgendwelche zur Debatte stehenden Fragen. Das ist alles eine andere Geschichte. Es geht nur darum, dass es kein höheres Wesen gibt, eine höhere Rationalität als Autorität, die im Grunde genommen dann mit der Wissenschaft zusammen die alten Autoritäten der Götter bzw. Kirche und dann Könige, Königtum da ersetzt hat im Grunde genommen. Also diese Rolle der Autorität ist die Wissenschaft somit endgültig los. Und auch die Rolle des Staates als Autorität muss völlig neu gedacht werden, die der Kirche sowieso. Das sind alles so Veranstaltungen,
die sind den Interessen der Leute dann, unterliegen den Interessen der Leute. Das regelt sich so, wie andere Interessen auch geregelt werden, aber eben mit einer ganz anderen Logik und unter ganz anderen Voraussetzungen gibt es dann dementsprechend andere Rahmenbedingungen. Und so groß wird jetzt der Unterschied von der früheren Verhältnisse auf die neuen Verhältnisse im Grunde genommen nicht sein, wenn man jetzt nicht diesen Bewusstseinswandel ausnimmt. Das Entscheidende ist dieser Bewusstseinswandel. Und dieser Bewusstseinswandel bewirkt dann tatsächlich, dass die mit der Neubewertung des Subjekts, das aus seiner Minderheitenrolle hiermit heraus ist und nicht nur irgendwelchen Lippenbekenntnissen nach der Mensch steht im Vordergrund und bla bla bla, aber immer der allgemeingültige Mensch ist damit gemeint und somit nicht wirklich jeder Einzelne, sondern wenn als Einzelner, dann nur als Millionstel oder Milliardstel Teil von irgendwas. Aber jetzt nochmal zu Mackensen. So wie beim Vorstellen eines äußeren Gegenstandes der Eindruck auf einen Begriff gebracht wird, so werden beim Denken Begriffe auf Begriffe gebracht. Beides ist dieselbe Handlung des Anerkennens. Und so wie wir gezwungen sind zu gestehen, dass das Anerkennen beim Auffassen eines äußeren Eindrucks uns über die Natur des Gegenstands, der den Eindruck verursachte, nicht im Mindesten belehrt, so werden wir auch nicht leugnen, dass das Denken uns ebenso wenig die Natur und das Wesen der Dinge kennenzulernen vermag. Also das ist hier insofern nominalistisch, als dass mit der Natur und dem Wesen der Dinge eine Allgemeinheit gemeint ist, die, wie Mackensen hier schreibt, nicht erkannt werden kann, kennenzulernen vermag, weil es sich um Namen, im Grunde genommen um Namen handelt. Das ist jetzt, steht jetzt nicht hier, aber das ist der Punkt, wenn man da zurückgeht, beim Vorstellen wird der Eindruck auf einen Begriff gebracht. Wie diese Anwendung einer Kategorie jetzt vonstatten geht, darüber ist hier nichts weiter gesagt. Aber es kann hier davon ausgegangen werden, dass Mackensen genügend Bewusstsein allein durch die Beschäftigung mit dem Abstraktionsvermögen sich da im Klaren darüber ist, wie die Rolle der allgemeinen Begriffe in diesem auf den Begriff bringen da zu bewerten ist. Im zweiten Schritt nennt er dann beim Denken, dass Begriffe auf Begriffe gebracht werden, also auch wieder eine Unterordnung von Unterkategorien, unter höhere Art Begriffe, Gattungen etc. so wie das in den verschiedensten Definitionen bzw. Auffassungen dann geregelt ist. Aber was noch viel entscheidender ist, dieser Gedanke, das ist auch einer, der ich bin fast versucht, hier Mackensen als einen Vorläufer von Lotze zu begreifen. Oder umgekehrt, dass Lotze seinen Geltungsgedanken, von dem es ja in späterer Zeit geheißen hat, dass Lotze derjenige war, der die Geltung zum ersten Mal maßgeblich aufs Tablett gebracht hat, dass eigentlich hier Mackensen und da diesen Zweck der
der Urheberschaft, den erfüllt oft schon ein einzelner Satz, wie es bei Husserl die Textstellen, wo Husserl davon die Textstellen, wo Brentano davon Intention spricht, das sind auf zwei Seiten, zwei verschiedenen Seiten ein Satz, und daraus hat dann Husserl seine gesamte Phänomenologie entwickelt. Und mit sowas haben wir es da hier jetzt zu tun, wenn Mackensen schreibt, dass beides, also das auf den Begriff bringen und das Begriffe auf Begriffe bringen, eine Handlung des Anerkennens ist. Das heißt, ein ethischer Vorgang. Es wird etwas anerkannt. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn ich etwas erkenne. Beim Anerkennen, da es ist sowas wie eine Zustimmung, die auf meinem freien Willen im Grunde genommen, oder lassen wir mal den freien Willen weg, aber es ist eine Willensleistung, die auch eine Wahl, die auch anders ausfallen könnte. Also da ist von logischer Notwendigkeit überhaupt nicht die Rede. Und in dem Sinne ist dann Mackensen auch ein Vertreter dessen, dass die Begriffsbildung eine subjektive Angelegenheit ist, wie auch die Verwendung der Sprache, und dass die Logik da, wenn überhaupt, dann nur in zweiter oder dritter Linie eine Rolle spielt. Heißt jetzt nicht, dass man unlogisch sein darf, aber von der Reihenfolge her, von Mittel und Zweck ist die Logik einfach Diener und nicht der Herr in der Angelegenheit, nicht dasjenige, von dem die Bestimmung ausgeht. Also mit der Logik wird gearbeitet, das sind Werkzeuge, aber zu entscheiden, in welcher Richtung irgendwas verläuft oder die grundsätzlicheren Prinzipien und Wertvorstellungen, das ist eine ganz andere Angelegenheit, die von einer Logik nicht entschieden werden kann. Da hat die Logik zuerst einmal nichts mitzureden. Da kann jemand noch so viele logische Ableitungen anbringen, wenn man dann an einem Anfangspunkt sich befindet, dann ist das nur mit einem Wollen und mit einem Anerkennen möglich, einer Zustimmung, einer Verbindlichkeitserklärung, auch einem Versprechen unter entsprechenden Gesichtspunkten dann dieses und jenes zu tun, letztlich einem Gesetz zu gehorchen. Das ist damit gemeint. Aber hier gibt es dann auch keinen Widerspruch zur Freiheit, weil es ja, wenn das alles so abläuft und jeder das begreift, was es mit der Begriffsbildung auf sich hat, dann ist das ein Gesetz, das ich mir selber gebe. Also die Autonomie bleibt gewahrt. Es geht weiter mit Nummer 198. Mackensen betrachtet das Abstraktionsvermögen nicht nur als Absehen von, sondern auch als Hinwegsehen, als Ignorieren. Die Abstraktion als Gleichgültigkeit und Ignoranz. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folge das war, aber in einer bestimmten Folge, da bin ich da total abgegangen auf den Punkt, was alles Ignoranz ist und wie die Abstraktion überhaupt zu verstehen ist, eben als überall, wo die Aufmerksamkeit abgewendet wird, wird abstrahiert. So dass man im Grunde genommen von früh bis spät am Abstrahieren ist, dass der ganze Denkprozess nichts ist wie weglassen. Der Vergleich kann als Abstraktion betrachtet werden. Ja, die Unterschiede beurteilen als Abstraktion. Zeit ist gerade abgelaufen als Abstraktion, indem ich dieses Programm hier schließe und mich
verabschiede, abstrahiere ich von der Folge 39. Ja, dann mache ich das auch, werde mich jetzt nicht mehr weiter mit der Nummer 198, ich lese das jetzt nochmal, oder habe ich das schon ganz vorgelesen? Egal, also jetzt nochmal, Mackensen betrachtet das Abstraktionsvermögen nicht nur als Absehen von oder Abziehen von einzelnen Merkmalen, sondern auch als Hinwegsehen, als Ignorieren, die Abstraktion als Gleichgültigkeit und Ignoranz. Peace und out.